Hallo und herzlich willkommen zurück zu Reka. Ja, ganz kurz bevor wir mit dem eigentlichen Spiel beginnen, und ich verspreche euch, es dauert auch wirklich nicht lange, wollte ich euch noch einiges mitteilen. Und zwar, ich habe einen Kommentar gelesen, das wohl irgendwo ja gestanden hat oder erzählt wird, ich weiß es nicht, dass es noch nicht so viel Content gibt. Dazu kann ich jetzt im Moment natürlich noch nichts sagen, weil wir mit dem Spiel soweit noch nicht durch sind. Aber ich kann euch das Folgende mal eben zeigen. Und zwar ist das hier die Roadmap von Reka. Es befindet sich ja aktuell im Early Access, das darf man ja nicht vergessen. Aber wie ihr hier schon sehen könnt, den Launch haben wir ja mittlerweile hinter uns. Ende September erwarten uns dann nochmal, ja, ich sag mal, ein paar Optimierungen, Bugfixes, wenn irgendwas mit der Stabilität nicht so hundertprozentig in Ordnung ist und so weiter. Das Ganze wird dann auch nochmal erledigt bis Ende September. Dann gibt es im Oktober nochmal ein größeres Update. Da kommt dann, was auch immer damit gemeint ist, der Witching Hour Themed Content Drop. Drop hört sich für mich immer so ein bisschen nach Twitch an, deswegen werde ich da auf jeden Fall die Augen offen halten. Ich werde es dann, wenn ich daran denke, in der Community auch nochmal posten, beziehungsweise auf Twitter sowieso, wenn ich da irgendwas mitbekommen sollte, dass es irgendwelche Drops geben sollte Richtung, ja, Richtung Twitch halt. Es sollen neue Items, ja, zum Dekorieren, sage ich jetzt mal, zum Bauen mit dazukommen. Dann im späten 2024, also ich nehme an, das ist dann so rum Dezember wahrscheinlich, kommt dann nochmal ein großes Update. Da geht es dann um Crafting-Themed Content Drop. Wie gesagt, mit dem Drop, das kann ich jetzt nicht so sagen, ob die damit die Drops meinen auf Twitch oder ob das einfach nur so geschrieben ist und das Ganze dann ins Spiel direkt integriert wird. Dann gibt es Anfang 2025, und ich denke, das ist das, was für euch jetzt am wichtigsten ist. Da steht nämlich von der Main Story gibt es ein Update und noch einiges mehr. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es werden dann wohl auch noch neue Quests und so weiter eingefügt. Und ja, für alle, die jetzt vielleicht mitbekommen haben, dass es nicht so viel Content gibt aktuell, wie gesagt, da kann ich noch nichts zu sagen. Wir sind ja noch nicht durch. Die können sich dann auf jeden Fall auf Anfang 2025 freuen, weil es da auf jeden Fall nochmal ein großes Update zur Main Story geben wird. So, jetzt machen wir aber ganz schnell mit dem Spiel weiter. Wir haben ja letztes Mal hier die ganzen Böden soweit gemacht. Und irgendwie, ja, sieht das aber noch nicht mal ansatzweise so aus, wie wir uns das vorstellen. Deswegen rede ich jetzt mal mit der guten Dame. Ich hoffe, dass die uns helfen kann, uns einen Zauber oder irgendwas zu geben, wie wir vielleicht Holz hacken können. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe weitere Fragen. Was möchtest du wissen? Ganz viel. Was ist während des Hühnerrituals passiert? Übrigens, wenn ich mich ein bisschen wie die alte Frau anhöre, seht es mir bitte nach. Ich habe es heute Morgen gerade gar nicht mit der Stimme. Viele Dinge. Einige davon sind nicht für dich bestimmt. Zumindest noch nicht. Dieses Ritual war ein jahrelanger Prozess. Ich habe nur darauf gewartet, dass die Sterne sich treffen, die Wege sich kreuzen und ein bisschen Wind dich in meine Richtung weht, Reka, mein Flusskätzchen. Neues Leben wurde aus der Asche der Vergangenen durch die Macht der Götter und derer geschaffen, die vor uns in diesen Landen lebten. Der großen Siva ist es egal, ob das Huhn oder das Ei zuerst da war. Hauptsache, beide sind eine Gabe in ihren Namen. Nachdem sie uns gesegnet hatte, löste der magische Svarok die Knochen auf wie schmelzende Butter und die Glut entzündete die Geister unserer Vorfahren. Okay. Wohin werden wir denn reisen? Wir werden nach Osten reisen, stromaufwärts. Wisse, dass der Fluss ein größerer Lehrer ist als ich. Das Wasser ist Leben und Erinnerung. Es enthält alle Dinge, die jemals waren und jemals sein werden. Warum hast du dir die neue Hühnerbeinhütte. Achso, warum hat die neue Hühnerbeinhütte nicht gehorcht? Ich muss zugeben, dass ein Teil von mir gehofft hat, wir könnten meinen alten Freund wiederbeleben.
Aber zu viel war verloren. Da es dein Blut war, was wir benutzt haben, hört das Haus nur auf dich. Für den Moment. Ja, ich hoffe auch längerfristig, ne? Wer bist du überhaupt? Ich sehe, dass mein Ruf nicht mehr das ist, was er einmal war. Einst sprach man über mich in ängstlichen Geflüster, in Schreien und Schaudern. Ich reiste durch Albträume und Schatten. Ich hatte viele Namen, obwohl ich nicht sagen kann, dass ich mich für irgendeinen von ihnen interessiere. Du kannst mich Baba Yaga nennen. Ich habe noch weitere Fragen. Da bin ich mir sicher. Du hast einen wachen Verstand. Aber jetzt gibt es erstmal Arbeit zu erledigen. Hast du das Land schon erkundet? Wenn ja, sollten wir uns auf den Weg machen. Ich sag mal, mehr wollte ich nicht wissen. Ja, was passiert ist, haben wir ja im Endeffekt schon gefragt. Wir sollten ja eigentlich noch eine Ziege finden. Jetzt bin ich mal gerade nicht sicher. Nee, die Ziege haben wir nicht gefunden. Aber die können wir, ich kann es hier... Ach, ich klicke immer auf den falschen... Y ist es, so. Ich klicke immer auf den falschen Knopf. Man ist es halt so gewohnt, dann auf die Taste zu drücken, um wirklich da reinzukommen. Ja, das habt ihr mir schon mal gesagt. So, die Frage ist jetzt... Ach so, das sind die Esel, die angezeigt werden. Okay, lerne, wie man baut, habe ich ja eigentlich schon gemacht. Muss ich da noch mehr lernen? Also wahrscheinlich schon, aber... Moment, Aufgaben. Ich muss erstmal wieder nach rechts kommen. So, Nebenaufgabe, klicke ich hier, um mehr zu erfahren. Muss ich da jetzt nochmal hingehen? Weil ich hatte doch schon mit der gesprochen. Also wir können nochmal hingehen und nochmal gucken. Das mit dem Bauen, da gucken wir dann mal, ob wir da noch was abschließen müssen oder ob das eigentlich durch war. Moment, wo ist denn hier der... Hallo? Hä? Ach, das Haus steht jetzt. Ach, das... Hä? Das ist dann immer hoch, wenn ich nicht da bin, oder wie? Nehmen wir noch eine Honigwabe mit. Moment. Da ist das Dorf. Ich wollte gerade sagen, ich würde hier gerne so rum. Das war ihr Haus. Ach, ich nehme hier einfach die Abkürzung. Was soll's? Wenn meine Klamotten halt nochmal ein bisschen nass, ist ja nicht so schlimm. Weil ich dachte eigentlich... Oh, das ist ein bisschen hoch zum Springen, oder? Selbst das geht, okay. Können wir hier was einsammeln? Nein? Hallöchen! Hallöchen, kleines Zicklein bist du, glaube ich, oder? Zumindest hörst du dich so an. Ja, hallo! Ich kann dich nicht... Oder? Kann ich dich streichen? Hm? Hm? Oder war das irgendwas hier? Tragen! Hallo! Bist du die Ziege, die abgehauen ist? Jetzt weiß ich aber nicht mal, wo ich hin muss. Moment. Kommst du mal bitte kurz her? Nee, ich muss die Ziege wegbringen. Ich habe gerade keine Zeit. Moment, ich komme gleich wieder, okay? Ich muss mal eben die Ziege wegbringen. War das die? Ich glaube ja, oder? Oh, Reisende, hast du kurz Zeit? Nee, ich dachte, du wärst die mit der Ziege. Hast du irgendwo ein Zicklein gesehen? Ja, ich habe eins bei mir im Arm. Was stimmt nicht? Ich habe mich nur gefragt, ob du auf deinen Reisen vielleicht einen guten Freund Jakob gesehen hast. Er ist vor vielen Monaten abgereist, um die umliegenden Länder zu erkundigen. Er ist noch nicht zurückgekehrt und ich habe nichts mehr von ihm gehört. Ich hoffe, er hat uns nicht vergessen. Ja, tut mir leid. Ich glaube, ich bin ihm noch nicht begegnet. Ach, die ist so süß, die Kleine. Ist dir was Merkwürdiges aufgefallen? Das Wetter war heute ein bisschen seltsam, oder? Solche Stürme gibt es normalerweise nicht. Ja, nein. Ich frag mal ganz blöd. Hast du irgendwo ein Zicklein gesehen? Jetzt sag nicht, dass sie schon wieder eine Ziege verloren hat. Nein, habe ich nicht. Und ich weigere mich auch nur eine Sekunde länger über diese lästigen kleinen Krachmacher zu reden. Okay, ich gehe da mal. Auf Wiedersehen. Da bin ich aber reingekommen. Das heißt, die mit der Ziege, die müsste dann doch hier gewesen sein, oder nicht? Aber ich weiß nicht, bist du jetzt eine Ziege oder nicht? Du
Ich assoziiere Ziegen. Doch, doch, du hast gerade Mähe gesagt. Ja, ja, doch, die da hinten war es, glaube ich, ne? Doch, die sieht auch so aus. Ich vermisse hier die kleinen Hörner irgendwie, deswegen. Aber ich glaube, wie war das? Nur Männer? Also Männer. Nur die männlichen Ziegen haben diese Hörner? Oder die haben die. Die weiblichen kriegen die später? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Experte. Ist dir was Merkwürdiges aufgefallen? Genau. Ja, aber ich sag erstmal hier, bitteschön. Hier. Ich habe sie gefunden. Oh, da bist du ja. Ich danke dir vielmals. Wo hast du sie gefunden? Gegenüber, glaube ich, beim Haus. Aber ich habe die Orientierung schon wieder verloren. In der Nähe des alten Brunnens. Ach, den Brunnen habe ich gar nicht gesehen. Dem Höchsten sei Dank, dass sie nicht hineingefallen ist. Und auch dir danke ich. Hier, nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Es ist alles, was ich mir leisten kann. Mögest du es betrachten und lächeln. Ein Ziegengemälde. Ah, wie cool. Ich hatte jetzt eher auf Geld gehofft. Aber gut, ein Ziegengemälde ist auch cool. Ist dir was Merkwürdiges aufgefallen? Solange halte ich mal deine Ziege, bis du mir geantwortet hast. In letzter Zeit liegt etwas in der Luft. Es ist, als würde sie vibrieren. Okay. Habe ich nichts mit zu tun. Nein, nein. Kann ich dich... Warte, ich lass dich mal eben fallen. Tut mir leid, kleines Zicklein. Oh, ist aber auf den Füßen gelandet. Also auf den Hufen, muss man ja sagen. Was ist mit dir? Habe ich mit dir schon mal gesprochen? Ich möchte jetzt hier keine Quests verpassen. Ich bin jetzt gerade etwas panisch, weil wenn wir jetzt... Oh. Ja, ich weiß, bei mir ist das die A-Taste, nicht die X-Taste. Ist dir was Merkwürdiges aufgefallen? Ich habe schon mit dir gesprochen, meine ich doch. Ich habe mich vorhin ziemlich merkwürdig gefühlt, als ob jemand in meinen Kopf Staub gewischt hätte. Ja, da muss der ziemlich hohl sein. Es tut mir wirklich sehr leid. Gut. Mit dir habe ich schon gesprochen. Ich finde das cool, wie die da über die... Wie die da über den Zaun drüber hüpft. Ach, das ist der Brunnen, oder? Genau, hinterm Haus habe ich die nämlich gefunden. Interagieren. Nochmal interagieren. Ich habe einen Schädel erhalten. Ja, warum nicht? Manche Brunnen geben Wasser, der hier ist ganz besonders. Der gibt Schädel. Schauen wir mal, kommen wir hier... Oh, ach so, das ist der Ofen. Ich dachte gerade, was ist das? Wieso kann ich hier nicht laufen? Hallöchen, guten Tag. Ein unbekanntes Gesicht. Davon haben wir hier nicht allzu viele. Willkommen in unserer kleinen Stadt. Bitte entschuldige, dass ich nicht gastfreundlicher bin. Och, das war aber ganz nett. Normalerweise würde ich dich auf deiner Reise zu einer kleinen Stärkung einladen. Leider kann ich dir gerade nichts anbieten, da das meiste Getreide verdorben ist, bevor wir es ernten konnten. Der Winter naht schnell und wir alle fürchten die Schwierigkeiten, die es gibt. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du Zeit fändest, uns zu helfen. Ja, inwiefern? Da sind jetzt die Waren angegangen. Ich hätte gerne ein kleines herzhaftes Mal... Ach so, das ist jetzt automatisch angegangen, weil er normalerweise verkauft, oder was? Kochen ist die wichtigste Fähigkeit, die eine junge Hexe erlernen kann. Ja, Magie wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ne? Vielleicht kann man sich da eine Pizza herbeibeschwören. Du kannst... Ja, ich weiß aber, worauf es bezogen ist. Auf die Tränke und die... die Suppen, wie Baba Yaga das gesagt hat. Ich habe schon Angst, den Namen auszusprechen, weil es gibt ja, wie gesagt, diesen Horrorfilm, dass du den Namen dreimal nicht aussprechen darfst, sonst passiert was Schlimmes. Du kannst mit verschiedenen Zutaten experimentieren und mit deinem großen weißen Ofen Lebensmittel herstellen. Diese kannst du dann für Aufgaben oder zur Dekoration deines Hauses... Zur Dekoration? Okay. Gut. Aber ich kann bei dir nicht irgendwas... Moment, das gucken wir mal eben. Nee, ich habe gerade nichts zu essen. Ich doch nicht. Ich habe aber Getreide dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt brauche. Nee, obwohl doch das Getreide, was wir brauchten, ich glaube, das ist ja schon drin, oder? Oder braucht die Hexe das Getreide noch? Ich weiß es nicht. Der helfende Ofen einer Hexe. Da kann man aber nichts. Ja, hier steht, klicke hier, um mehr zu erfahren. Aber ich kann da nicht mehr erfahren. Oder soll ich... Ich kann hier links entlang gehen. Wenn ich nach rechts gehe... Da kann... Oh. Ach so, damit kann ich das... Ach so. Der verlorene Freund. Aufgabe gelöst. Die können wir schon mal ganz nach unten machen.
So, wenn ich jetzt da drauf stehe, kann ich das nur anklicken. Da kann ich nicht mehr erfahren. Klicke auf ein beliebiges Aufgabensymbol, um es auf deinem Kompass und deiner Karte zu markieren. Ach, Mann! Irgendwann lerne ich das nochmal. So, da sind wir jetzt aber gerade. Aber mehr erfahren tue ich damit nicht. Also da bin ich jetzt noch nicht so ganz, da werde ich noch nicht so ganz schlau draus aus diesem Tagebuch, bin ich ganz ehrlich. Der verlorene Freund, da kann ich ja auch wieder nicht mehr erfahren. Der zeigt mir auch nur an, wo ich bin. Der verlorene Freund. Ist er jetzt hier? Oder? Müssen wir mal eben gucken. Ach, zu der einen sollte ich ja eigentlich auch nochmal zurück, ne? Oder ist das jetzt, weil die mich eben angesprochen hatte? Wo ist das denn jetzt? Ist er jetzt der verlorene Freund? Wie hieß der nochmal? Moment. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Freund hieß. Das war doch die hier vorne, oder nicht? Mit ihrem verlorenen Freund. Nein, ach, Mann. Ich bin die PlayStation-Controller gewohnt. Die haben halt das X unten, soweit ich mich erinnere. Auf meiner letzten Reise führte er ein Tagebuch und schrieb mir jeden Tag. Und diesmal gibt es seit Wochen keine Nachricht. Könntest du auf deiner Reise ein Auge nach ihm offen halten? Ich glaube, er nahm den fernen Pfad nach Süden. Nach Süden. Ach so. Ja, aber warum? Ach! Ich hab's heute wirklich mit dieser Taste. Ich werd wahnsinnig. Entschuldigung. Kann ich nochmal mit der sprechen vielleicht? Macht sie dann da. Nee, dann sagt ihr das nur wieder mit dem Tagebuch. Fahrt nach Süden. Wo ist denn bei euch Süden? Da hinten. Ja, gleich heißt es noch, dass die Hexe ihn geholt hat oder so. Wer weiß, wer weiß. Wir schauen mal eben. Ich glaube, die eine, die hat uns doch eben gerufen hier, oder? War das die? Okay, ich klaue euch meinen Kürbis. Ist das okay für euch? Kannst du mir bitte helfen? Ja, klar. Ich frage jeden, der bei mir vorbeikommt, ob er mir helfen kann. Was brauchst du? Ich habe nie realisiert, wie schwer Kürbisse sind, bis ich die Ernte alleine einholen musste. Kannst du etwas Zeit opfern, um mir zu helfen? Ja, ich wollte eigentlich ganz andere Sachen machen in dieser Folge, aber ich merke schon, das wird heute nichts mehr. Ja, ich helfe dir. Kein Problem. Du sagst, du bist als Einzige übrig. Hat sie das gesagt? Sie hat nur gesagt, dass sie merkt, dass die Arbeit so schwer ist. Mein Mann ist letztes Jahr gestorben. Er war sehr krank. Wir hatten so viele Pläne, aber jetzt bewirtschafte ich unseren Hof allein. Ach, ich glaube, wir haben vorher mal mit der gesprochen, oder? Auch wenn es kein großes Beet ist es harte Arbeit und ich vermisse ihn jeden Tag. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Können dir die anderen nicht helfen? Genau, ich habe keine Zeit. Das tun sie von Zeit zu Zeit, aber ich bin nicht von hier und darüber kommen einige nicht hinweg. Ja gut, dann helfe ich dir auf jeden Fall. Ich bin auch nicht von hier. Klar, wo soll ich sie hinbringen? Das ist eine tolle, ja, Reaktion auf das, was sie gesagt hat. Wenn du die verbleibenden Kürbisse in die Scheune tragen könntest, wären dir meine Arme sehr dankbar. Ich habe Armee gelesen. Du kannst sie dort einfach neben die anderen legen. Okay, machen wir. Ist dir denn was Merkwürdiges aufgefallen heute? Hast du vorhin diese seltsamen Geräusche gehört? Geräusche. Es klang wie ein lautes Krächzen. Nein? Dann war ich das wohl. Okay, sie scheint Hunger zu haben. Ich glaube, ich sollte ihr was zu essen zu bringen. Auf Wiedersehen. Obwohl, sie hat die ganzen Kürbisse. Na, eigentlich könnte sie sich eine leckere Kürbissuppe machen. In die Scheune, hat sie gesagt, ne? Warum habe ich das eigentlich immer noch? Also erstmal, warum habe ich unten rechts ein H drin stehen, obwohl ich ja mit dem Controller spiele? Heißt das, dass ich da immer hin zurückporten kann? Das müssen wir mal ausprobieren, wenn wir wieder zurück wollen. Und dann, warum steht hier immer noch, stell dich auf die Plattform? Oh, nee. Das war aber richtig mit dem Fallen lassen. Okay. Hallo? Nimm das auf.
Ich weiß nur nicht, wie viel ich jetzt... Sie meint ja nur, ich soll ihr mit der Ernte helfen. Ich bin mal so nett und mach mal alle. Auch die hellen? Ja, die liegen ja auch drin, ne? Aber eigentlich sind die doch noch nicht gut, oder? Oder ist das ein spezieller... So. Oder ist das eine spezielle... es gibt ja auch so, ich glaube, gelbe Kürbisse? Ich habe mal irgendwas gesehen, da war ich total perplex. Wieso hüpft die immer, wenn ich die loslasse? Mann! Wann soll ich denn mit dir reden? Wenn ich das ganze Feld hier gemacht habe? Oder wenn ich einen, sage ich mal, hier reingeworfen habe? Weil jetzt ist sie ja gar nicht mehr am Arbeiten. Jetzt denkt sie sich, ach, guck mal, die hilft mir so toll, jetzt brauche ich gar nichts zu machen. Jetzt kann ich Pause machen. Muss ich hier eigentlich irgendwas machen? Oder kann ich hier was machen? Ja. Ich dachte, ich könnte hier mal eben was klauen. Oder muss ich die hinten hinwerfen? Ich hoffe jetzt nicht, dass ich die alle hinten hinwerfen muss. Also pass auf, die zwei mache ich noch. Und dann frage ich mal nach, ob das okay ist für dich. Ich meine, ich habe ja schon mit der Ernte geholfen, ne? Aber ich meine, ich kann ja auch alles machen, deswegen... Ich bin auch ein fleißiges Bienchen. Jetzt macht sie weiter. Ach komm, das sind drei Stück, die nehmen wir jetzt auch noch eben mit. Die sind doch nett. Also manchmal. Nicht immer. Manchmal kann ich auch ein Arsch sein. Aber meistens bin ich nett. Beim Autofahren, wenn einer vor mir ist, der mich so richtig aufregt, der wirklich wie so ein Bekloppter fährt oder sowas, dann kann ich auch schon mal ein Arsch sein. Aber nicht demjenigen gegenüber, sondern ich motze dann einfach so vor mich hin. Der hört das eh nicht. Also eigentlich bin ich dann doch kein Arsch. Oh, ich habe zu viel böse Wörter gesagt. Jetzt werde ich von YouTube gestrikt werden. Ich habe alle Kürbisse geerntet. Ja, wortwörtlich alle. Schau mal einer an. Sieht gut aus. Alle Kürbisse sind in Sicherheit. Vor was? Vor Regen oder wie? Ich bin so dankbar. Weil die Krähen oder so, die könnten ja theoretisch auch da reinfliegen. Dies ist für dich. Ich hoffe, du hast dafür eine Verwendung. Ich bin übrigens Dunja. Es ist so schön, eine andere Kürbisliebhaberin kennenzulernen. Ich bin tatsächlich Kürbisliebhaberin, weil zum einen, ich liebe diese Bio-Kürbissuppen. Ich könnte mich da reinsetzen, die sind total lecker. Und zum anderen, ich liebe Kürbisse an Halloween. Also ich liebe die auch so, muss ich dazu sagen. Ich habe einen immer vor der Tür stehen, obwohl wir nie Halloween haben, außer einmal im Jahr. Aber ich finde die total cool. Ach, einen Kürbis hat sie mir gegeben. Ja, super. Aber zum Kochen bestimmt nicht schlecht. Und hängender Kranz. Wieso heißt das einmal Kürbis 2? Einmal Tisch der Kürbisdame. Einmal Kürbis 4. Okay. Man könnte die Namen vielleicht noch umbenennen. Es sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Aber cool. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Haben wir noch irgendwelche Quests hier offen? Wir müssen den besten Freund finden. Und die eine hatte uns doch zu sich gerufen. War das jetzt die da hinten? Das könnte sein. Oder, nee, Moment. Die eine, mit der wir jetzt gesprochen hatten, die hatte uns zu sich gerufen, oder? Also ich werde mal dem Pfad Richtung Süden folgen. Hallo Krähe, hallo meine Freunde, also meine neuen Freunde. Warum sitzt ihr hier so? Wollt ihr mir den Pfad zeigen? Das wäre cool. Jetzt kommt ihr mit als Begleitung. Moment, bin ich noch? Westen, Süden, doch da hinten. Ich finde das gut, dass sie mitkommen. Ich finde es aber schlecht, dass hier gerade der Weg versperrt. Das heißt, ich soll hier nicht rum. Ich gehe trotzdem mal weiter. Ich mache nie das, was ich soll. Da hinten ist Süden. Ich probiere mal aus. Es gibt bestimmt noch irgendwo eine... Ach, da hinten ist die Brücke. Ja. Ich gehe trotzdem mal durch den Fluss. Ich finde das lustig, so mit den Fischen zu wandern und... Ja. Süden. Da. Da ist auf jeden Fall Süden. Die Frage ist jetzt nur, wenn der jetzt da hinten über die Brücke gegangen ist und an der Brücke irgendwie nicht weitergekommen ist. Ach, oder war das der Typ, den ich ganz am Anfang gesehen habe vielleicht? Der mit dem Rad? Aber dann hätte ich an ihrer Stelle doch bestimmt schon gesagt, den habe ich gesehen, oder? Der hat sich doch namentlich vorgestellt.
Hier ist irgendwie kein Pfad mehr Richtung Süden. Das macht mir jetzt gerade so ein bisschen... Hier ist ein Pfad, aber nicht Richtung Süden. Moment, wo sind wir denn jetzt hier? Das sind wahrscheinlich die Wege, oder? Da müsste das link... Oh, nee, das ist der Fluss. Das ist der Fluss. Das ist eine schöne große Open World, wo ich jetzt keine Ahnung habe. Ich komme jetzt nicht mehr weiter, oder? Jetzt ist der Nebel gleich so dicht, dass ich nicht weiterkomme. Wetten? Ja, natürlich. Das heißt, für die ist Süden hier. Aber hier ist keiner. Ich hätte vielleicht dem Pfad folgen sollen. Ich weiß es nicht. Moment, hier ist ein... Kann ich denn da... Wo komme ich denn da hin? Da komme ich doch weiter. Das ist aber jetzt wieder Richtung Westen. Aber vielleicht komme ich von da aus ja auch Richtung Süden. Mal schauen. Ich schätze, ich kann euch in der heutigen Folge nicht so viel zeigen, wie ich eigentlich gehofft hatte. Ne, der geht jetzt wieder zurück. Der geht wieder zurück. Dann gehe ich jetzt erstmal hier auch zurück. Aber wahrscheinlich geht das dann Richtung Brücke. Das mit der Holzplattform, das geht mir auf den Senkel hier, dass das da immer noch drin ist. Ich meine, wahrscheinlich ist die Quest so gedacht, dass man das erst beendet. Aber ich habe ja kein Holz mehr gehabt und nichts. Achso, das wollte ich immer ausprobieren. Da kann ich nichts nehmen. Kann ich denn... Auch nicht. Kann ich denn bei den Kleinen was nehmen hier? Auch nicht. Also ich vermute mal wirklich, dass wir dann da noch einen Zauber lernen müssen oder irgendwas. Naja, das geht noch links jetzt. Tja. Da ist nochmal eine Brücke. Da waren wir aber schon mal. Wir sind, oder? Oder war das eine andere Brücke? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber hier kommen wir auf jeden Fall... Ja, ja, hier ist das Schiff wieder. Aber hier bin ich nirgendwo jemanden begegnen. Also es tut mir leid, aber ich kann deinen Freund da nicht finden. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich guck mal eben, was passiert, wenn ich auf H drücke. Ja, da komme ich tatsächlich zum Haus zurück. Ja, cool. Okay. B ist Bild. Da kann ich dann Sachen einstellen. Das ist soweit auch okay. Aber kleine Möbel, Gegenstände, Dekorationen. Tja. Ich bin mir nicht sicher, weil es steht halt immer noch dieses... Wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen weiter weggehe, dann geht das mit dem Bild auch nicht... Also, das Bild, okay. Aber das mit dem links-rechts zum Beispiel, das geht dann ja auch wieder nicht weg. Obwohl ich das ja ständig gemacht habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt ein kleiner Bug ist. Es nervt mich nur gerade irgendwie. Also, ich bin mir nicht sicher, liebe Hexe, aber ich glaube, wir können jetzt woanders hingehen. Nee, was mit der Hütte passiert ist, wissen wir doch schon. Davon möchte ich nicht sprechen. Aber jetzt will sie gar nicht mehr mit mir weggehen. Ich habe noch weitere Fragen. Achso, wohin werden wir reisen? Wir werden nach Osten reisen, stromaufwärts. Wisse, dass der Fluss ein größerer Lehrer ist als ich. Das Wasser ist Leben und Erinnerung. Es erhält alle Dinge, die jemals waren und jemals sein werden. Ja, dann lass uns doch gehen. warum können wir denn nicht einfach reisen? Ich habe weitere Fragen. Die will die aber nicht hören. Tja. Setz dich in Bewegung. In Bewegung wofür? Ich kann etwas kochen. Ich kann essen. Ja, ich kann Essen nehmen, wenn da was drin ist. Moment. Interagieren. Zutaten. Achso, dann kann ich das hier reinwerfen oder was? Oder muss ich da Holz reinwerfen vielleicht?
Ich habe halt noch ein Holz. Aber ich kann nicht nach links gehen. Doch jetzt. Holz. Okay, will er nicht. Na gut, will er nicht. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt hier starten soll. Das ist jetzt gerade mein Problem. Nein. Ach. Ja. Nein, geh weg. Ich wollte nicht mit dir reden. Ach, ist das ein Bett hier? Oder warum ist das hier so... Nein. Interagieren, das ist wahrscheinlich der Ofen wieder mit gemeint, oder? Ja, ja. Tja. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, was ich jetzt machen soll, wenn ich jetzt ehrlich bin. Der helfende Ofen einer Hexe. Aufgabe gelöst. Einbringen der Ernte. So, Aufgabe gelöst. Das war das mit den Eseln. Der verlorene Freund. Also es kann sein, dass wir jetzt erstmal die Sachen machen müssen. Den Freund finden und so weiter. Das Problem ist halt nur, ich komme jetzt da auch nicht rein, um mir da die Infos noch irgendwie angucken zu können. Möbel, Gegenstände. Und was ist jetzt mit der helfende Ofen meiner Hexe einer Hexe gemeint? Weil das ist halt da oben bei dem Typen. Und nicht hier. Ich gehe da nochmal hin. Also irgendwie ist das ein bisschen seltsam. Wir haben das in Rot. Wird uns aber noch nicht angezeigt, weil zu weit weg, ne? Ach komm, ich springe einfach drüber. Komm. Ja, jetzt komme ich nicht darüber, oder was? Willst du mich veräppeln? Bei ihr komme ich nicht drüber. Hä? Wieso kann ich eigentlich interagieren? Moment. Wie konnte ich jetzt hier interagieren? Ach so. Okay. Tut mir leid, ich muss mal eben durch deine Beete durch. Aber sie kriegt das ja eh nicht mit. Also ist ja eh nicht so schlimm. Hier war irgendwo, genau, hier war der Übergang. Also, wie gesagt, mich nervt das jetzt, dass das immer noch hier so dazwischen ist. Weil, ja, wir nehmen halt gerne mal ungewollt ein Bad. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Oh, wenn ich das draußen höre, dann wird mir manchmal ein bisschen... Also komisch will ich nicht sagen. Konnte man damit eigentlich interagieren, ja? Ach, guck mal. Wir haben Licht. Sehr schön. Das können wir wahrscheinlich nicht abschießen oder so, ne? Das ist jetzt extra für die Leute, die hier laufen. Ja, ja, gut, okay. Kann ich mit interagieren? Ich kann die alle ausmachen, damit die Leute nicht mehr zurückfinden. Aber so böse sind wir ja jetzt nicht. Ich will jetzt nur wissen, was ich jetzt hier machen soll. Also da muss ich jetzt sagen, im Prinzip weiß man ja, was man machen soll, aber das ist ein bisschen dürftig jetzt gerade für meinen Geschmack, weil ich bin ja klein doof, ne? Das wisst ihr ja. Und ja, ich denke, die meinen jetzt hier den Tisch. Oder kann ich mit ihm nochmal reden und irgendwie... Naja, da kommt aber keine... kommen keine Waren mehr. Ich hätte gerne ein herzhaftes Mal. Ach so, Moment. Oder soll ich ihm wirklich ein... Ach. Ich will nicht mit der Kerze interagieren. Dann soll ich ihm bei mir was kochen? Ah nee, das kann ich doch bestimmt auch hier vorne, oder? Der hatte doch einen Ofen. Oder auch nicht. Ah! Dann soll ich ihm bei mir was kochen und dann soll ich ihm das geben, oder was? Moment, dann drücke ich nochmal im Haar. Jetzt ist die Verwirrung komplett, ihr Lieben. Also es tut mir wirklich leid. Aber was soll ich ihm kochen? Ich weiß doch überhaupt gar nicht, was man wie zusammen kocht. Getreide. Er hat irgendwas von Getreide gesagt. Damit können wir schon mal anfangen. Könnten wir anfangen, wenn ich hier irgendwas drücken könnte, heißt das. Hallo? Hallo? Ich habe ja keine Rezepte bisher. Aber ich darf jetzt irgendwie auch nichts auswählen. Warum nicht?
Eben konnte ich doch einfach da reintippen. Okay, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Gehen wir mal hier auf der Seite gucken. Jetzt kann ich auch nicht mehr reintippen. Jetzt frage ich mich aber ernsthaft, ist das jetzt verbuggt oder was ist los? Ich wechsle mal eben essbare Pilze. So. Ah, jetzt wo ich gerade auf der Maus war, jetzt kann ich mich hier wieder bewegen oder wie? Ich verstehe es nicht. Okay, ja. Jetzt kann ich wieder nicht nach rechts. Warum nicht? Habe ich die jetzt da drin? Das geht nicht da rein. Kann man hier irgendwie umstellen? Dass man nicht mehr das Baumenü haben will? Baumodus öffnen, schließen steht da nur drin. Aber der ist jetzt geschlossen. Verwende X, um einen kleinen Boden für dein Heim. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt, ob wir das jetzt hier irgendwie noch beenden müssen. Aber wir können es ja nicht mehr beenden. Ich habe jetzt auch kein Holz mehr. Und ich, ja nee, Holz habe ich auch nicht mehr, aber ich habe auch gar keinen Platz mehr, wo ich irgendwas dran bauen kann, ne? Meine ich, hier vorne meine ich auch nicht mehr. Wo sehe ich das denn? Ja, hier, 0 von 1 Holz, genau. Deswegen verstehe ich auch irgendwie nicht so richtig, warum der da immer wieder... Um einen kleinen Boden... Kann man das eigentlich wegmachen? Nee. Kann man auch nicht einsammeln. Schade. Ja. Jetzt kann ich nicht kochen. Baba Yaga hängt hier auch so ein bisschen komisch oben rum. Ich kann nicht kochen, weil ich hier nichts reintun kann. Ich probiere das jetzt mal eben mit der Maus. Ob ich da jetzt irgendwie... Nee, ne? Mit der Maus kann ich das reintun, aber ich kann es nicht... Oder hier drauflegen zumindest. Aber ich kann das nicht. Ich mache mal einfach von allem was rein. Oder auch nicht. Nee, das ist wieder aufheben. Wie kriege ich das denn da rein? Ich kann da auch nicht reinklicken. Klicke auf Gegenstände in deinem Inventar, um sie dem Herstellungsbrett hinzuzufügen. Wenn du die richtige Kombination Gegenstände, ach so, für ein Rezept hinzufügst, beginnt die Herstellung. Jedes Rezept benötigt 3 Gegenstände. Klicke auf Rezepte in der Warteschlange, um diese abzubrechen. Ah, okay. Ich habe doch keine Ahnung. Nehmen wir mal Getreide raus, tu mal das rein. Das raus, das rein. Ah! Okay. Getreide, Honigware, Himbeeren, Haferbrei mit Früchten und Honig. Okay. Da müssen wir dann noch ein bisschen warten. Also das scheint jetzt im Moment tatsächlich ein Bug zu sein. Ich bin doch nicht ganz so doof, wie ich gedacht habe. Weil man kann... Ihr habt das ja gesehen, man kann teilweise links, rechts... Jetzt konnte ich nach rechts machen. Jetzt kann ich das hier hinstellen, oder wie? Dein Brotofen benötigt Brennstoff, um zu funktionieren. Gehe auf die Hinterseite deines Ofens und gib etwas Holz ein. Ja, das habe ich ja gerade gemacht. Mehr Holz habe ich nicht. Danke. Kann ich mit ihr nochmal reden? Ich brauche Holz.
Ich habe weitere Fragen. Ich weiß halt nicht, wo ich das Holz herkriegen soll, ne? Kann ich das vielleicht irgendwo holen? Das wäre jetzt noch die Alternative, weil der ist jetzt bei 11. Dings ist der... Ne, das sind die Kerzen. Ah! Ah! Wieso sagt ihr mir das nicht gleich? Also anscheinend können wir tatsächlich zumindest jetzt erstmal nur Holz aufsammeln. Aber da hier... Kann ich nur 50? Nö, ne? Ach, ihr Schweine. Nee, jetzt geht's. Ey, hier ist so viel Holz, das muss ich erstmal aufsammeln hier. Ich werde auch die Folge jetzt heute ein bisschen länger machen, weil wir jetzt gerade die totale Verwirrung auch zwischendurch drin hatten. Und ich möchte euch natürlich dann auch ein bisschen was zeigen. Ja, sehr cool. Also, da lernt man mal wieder. Es lohnt sich immer, bei mir im Let's Play bis zum Ende zu gucken. Meistens finde ich dann da die Antworten. Oder wie beim Hinterm Horizont zum Beispiel. Dann gucke ich nach der Folge mir mal die Beschreibung oder sowas durch. Und dann kann ich in der nächsten Folge was dazu sagen. Das habe ich auch schon öfter gehabt. Okay, legen wir noch mal ein Holz rein. Ja, ihr Krähen, ihr seid jetzt gerade ein bisschen hinderlich. Ihr müsst jetzt nicht mitkommen. Ich kann es wieder nicht einlegen. Ey, das ist doch... Warum ist das so verbuggt? Wahrscheinlich, weil hier das dazwischen hängt oder so. Nein, ich wollte keine 33. Hallo. Eins reicht. Okay. Ich hoffe, das reicht dann auch. Ja, ja, okay, es reicht. Offenbar. So. Ach, hier. Essen nehmen. Zack. Aber nur nehmen, nicht essen, ne? So, neuer Bauplan. Haferbrei mit Früchten und Honig. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Ja, ich bräuchte irgendwie so einen Port direkt in die Stadt, glaube ich. Das wäre einfacher. Aber es ist schon wirklich super, dass man einen Port direkt... Kann man das hier auch aufladen? Nee, hier... Obwohl? Nee. Das, was am Boden liegt, kann man nicht mitnehmen. Ich denke mal, das ist auch eher so gedacht, nehmt euch das vom Boden mit. Das reicht, um einmal so drumherum zu bauen oder so. Ich weiß es nicht. Na gut. Wir machen uns auf den langen Weg auf Richtung Stadt. Aber ich finde es trotzdem doof, dass ich jetzt kein neues Holz... Hier kann ich auch nichts holen. Kein neues Holz hacken kann quasi. Also ich könnte ja zum Beispiel jetzt hier diese umgestürzten Bäume... Ne? Dass man die dann wenigstens nimmt. Also es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Baum sein, der noch am Leben ist. Ne? Der jetzt noch irgendwo steht. Halte ich auch nichts von, wenn die abgeholzt werden. Auch wenn es halt nun mal leider für uns Menschen unerlässlich ist. Moment. Da war der Typ, ne? So, da soll ich dir das jetzt draufstellen, nehme ich mal an. Hat die das jetzt gemacht? Ja. Kann ich wieder nicht auswählen? Oh. So, jetzt. Damit kann man es dann draufstellen. Das war gut, aber ein wenig zu süß. Daran war gar nichts herzhaft. Ja, super. Ich habe 30 Gold bekommen. Einen Hühnertrog. Ah, das ist gut. Sie liebt ja ihre Hühner. Einen dunklen Teppich. Kann ich nochmal mit dem reden? Moment. Es ist schwierig, ihn da... Vor allen Dingen muss ich hier oben interagieren. Nee, das ist deswegen. Okay. Ja, also anscheinend hat er aber auch keine neue Quest für mich. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder? Aufgabe gelöst. Ja.
Dann müssen wir, wieso steht denn jetzt das mit dem Zicklein schon wieder hier oben? Jetzt kann ich hier wieder gar nichts machen. Wieso? Was hat der jetzt gegen meinen Controller? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss hier echt mal umschalten auf Maus und Tastatur. Ich lege den Controller mal zur Seite, weil sonst dauert das hier ewig lange, bis wir irgendwas machen können. Also, das haben wir auf jeden Fall durch. So, der verlorene Freund. Klick. Ach, guck mal, und hier kann man nämlich klicken mit Maus und Tastatur. Ja, super. Jemand aus dem Dorf hat mir gesagt, dass ein Freund vermisst wird. Vielleicht werde ich ihn im Wald finden. Okay, also Straße Richtung Süden, okay. Und dann irgendwo im Wald soll er dann theoretisch sein. Das weiß ich natürlich nicht. Was ich hier alles drücken muss. Moment, damit kann ich laufen. Ich will aber eigentlich gar nicht so spielen. Ich will weiter mit Controller spielen. Das ist das Problem. Ich versuche mal, ob ich mich daran gewöhnen kann, das mit Maus und Tastatur zu spielen. Weil es ist anscheinend doch im Moment noch ein bisschen verbuggt. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist Early Access, ne? Also, wenn da mal was verbuggt ist, okay, da sehe ich auf jeden Fall drüber weg, weil ich finde das Spiel ansonsten ziemlich klasse. Und wie ihr wisst oder wie viele von euch wissen, die mich schon was länger verfolgen, ich bin ja auch absoluter Verfechter von Indie-Games. So, jetzt müssen wir nur mal schauen. Unser Haus ist da links, das ist schon klar. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Es ist jetzt... Ach so, doch, eigentlich ist das die Straße Richtung Süden. Na, hier sind wir, glaube ich, auch mal drüber gegangen über die Brücke. Die Frage ist, damit ziele ich? Damit springe ich? Aber wie kann ich denn jetzt die Sachen eigentlich einsammeln? Ach so, doch, wenn ich näher dran stehe mit der linken Maustaste. Okay. Da sind die. Aber die haben ihn jetzt nicht zufälligerweise auch noch gefangen genommen, oder? Was war denn das jetzt? Hä? Ah, der ist schon wieder umgefallen, aber ich kann ihn jetzt nicht mehr aufrichten. Schade. Ich will denen jetzt keine Beere geben. Warte mal, wenn ich dem folge, komme ich hier an. Aber hier im Wald sehe ich sonst keinen mehr. Hier ist die Straße, der ich vorhin gefolgt bin, ne? Nicht, dass der jetzt irgendwie da hinten da weitergegangen ist. Oder das sieht ja da hinten mal komisch aus. Heftig. Ich habe gerade ernsthaft gedacht, da ist ein Monster. Weil hier ist halt auch noch alles Wald, ne? Wenn er jetzt eventuell hier irgendwo entlang ist. Kann man das nicht abmachen? Ja, ich habe von dem eine blaue Kommode bekommen. Warum auch nicht? Kann man da nochmal mit interagieren? Tag 1. Als ich diesen Morgen vor die Tür trat, hüpfte mein Herz vor Freude, ob der Beginn meines neuen Abenteuers. Die Welt ist groß und ich bin nur ein kleiner Mann. Jedoch sehne ich mich danach, mehr zu sehen und mehr zu verstehen. Welches Abenteuer erwartet mich? Welche Einblicke, Geschmäcker und Gerüchte? Gerüche. Die freudige Erwartung ist schon fast zu viel. Während ich dies schreibe, erblicke ich einige freundlich wirkende ankommende Reisende. Ich hoffe, wir können heute Nacht zusammen ein Lager aufschlagen. Okay, also Space heißt nur schließen dann. Ich denke mal, das ist der, oder? Ach so, wie komme ich denn jetzt? Komme ich denn jetzt in meine... dafür brauche ich wieder den Controller. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt öffnet.
Klicke hier, um mehr zu erfahren. Ich habe einen Erhängten im Wald gefunden. Vielleicht sollte ich es lesen. Ich denke, dass der erhängte Mann der vermisste Freund sein könnte. Vielleicht sollte ich... Ja, habe ich mir nämlich schon gedacht. Ja, schade. Ah ne, von da kamen wir. Ich wollte mal eben gucken, ob es hier noch weitergeht. Ich denke schon. Ich denke mal, dass sie das, diese Gebiete ja alles für sich für später vielleicht noch aufbewahren auch. Moment. Hä? Hier ist ein Haus. Das ist aber nicht unser Haus. Hallo? Hallöchen? Jemand zu Hause? Kann ich nichts machen? Okay. Das Essen, oder? Ach, das ist eine Katze! Hallöchen! Oh, ich habe eine Katze erhalten! Wie süß! Ich hoffe nur, die geht nicht auf die Hühner. Aber, oh, cool! Oh, gut, dass ich hier reingegangen bin. Ein Wandregal. Hängende Kräuter. Oh, können wir das Körbchen nicht auch mitnehmen für die Katze? Oh, cool. Moment, dann reiß ich jetzt nochmal ganz schnell zu Haus. Welche Richtung denn? So rum. Oh, guck mal, jetzt ist die Katze hier. Oh, hallo Süße. Müssen wir mit dir irgendwas machen? Oder kommst du automatisch mit, wenn wir weitergehen? Hä? Ich kann dich ja auch nicht streicheln. Tut mir leid. Ey, ist das cool. Das ist jetzt wieder was, wo ich dann sagen muss, das ist wieder total geil. Gut, dass ich da reingegangen bin. Gut, dass ich nochmal den Weg weitergegangen bin. Ich weiß nicht, ob es jetzt natürlich noch mehr gegeben hätte. Aber da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr froh drüber. So, dann gehen wir jetzt nochmal ganz schnell zur Stadt, weil ich will jetzt die Folge nicht noch künstlich länger machen, als sie sowieso schon ist. Ich meine, eine Stunde ist für mich eigentlich viel zu viel. Normalerweise mache ich die Folgen immer so eine halbe Stunde. Aber ich bin ganz ehrlich, da, also wir haben jetzt am Anfang nicht so viel machen können und dann war das so verbuggt zwischendurch und ja, ist jetzt doof. Ich hätte es wirklich gerne mit Maus und Tastatur weitergespielt. Nicht Maus und Tastatur, Quatsch, mit meinem Controller weitergespielt. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass das ein Xbox-Controller ist, dass die damit Probleme haben vielleicht. Ob das nur für PlayStation vielleicht optimiert ist, keine Ahnung. Ja, das wissen wir, das wissen wir, ja. Ich bin mir sicher, dass... Ja, ach, die folgt mir, die Katze! Ach cool, habe ich jetzt einen Begleiter? Es tut mir leid, ich habe seine Leiche gefunden. Was? Nein, das kann nicht sein. Wo hast du ihn gefunden? Ja, sie will sicher Abschied nehmen, sage ich mal, ne? Ich habe ihn in den Süden gefunden. Ich schätze deine Ehrlichkeit. Ganz egal, wie sehr die Nachricht schmerzt. Ich werde zu ihm gehen und dafür sorgen, dass er ein angemessenes Begräbnis erhält. Triff mich dort, er würde es so wollen. Nein, ich habe gedacht, das wäre jetzt abgeschlossen. Können wir nochmal mit dir reden? Nee, okay. Ja, ja, ist okay. Ah, da müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal hin. Also den Weg hin cutte ich jetzt mal raus, weil den haben wir jetzt schon gemeinsam erkundet. Wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Bis gleich. So, da sind wir. Ich habe nur die Abkürzung übers Wasser genommen. Deswegen kam ich gerade von der anderen Seite. Oh, Katzi ist auch da. Jetzt hat er seinen Frieden. Das ist das Mindeste, was ich tun konnte. Ich werde ihn schrecklich vermissen. Hier, das hat ihm gehört. Er hätte sicher gewünscht, dass es ein neues Zuhause bekommt. Vielleicht werde ich in besseren Zeiten seine Abenteuer fortsetzen, um ihn zu ehren. Okay. Einmal eine Kerze, noch eine Kerze, ein Landschaftsgemälde. Ja, cool. So, dann haben wir ihn auch mal geehrt.
Ja, schade, schade, schade. Katzi will auch noch mal eben eine Flamme anmachen, glaube ich. Oder sich einen Schwanz verbrennen, eins von beiden. Ja, dann würde ich sagen, ich reise dann zur Hexe zurück, weil ich habe ja jetzt keine anderen Quests mehr, die ich jetzt hier gerade aktuell machen kann. Also das denke ich zumindest nicht. Aufgabe gelöst, 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 genau. Und ich reise dann einmal zur Hexe zurück und da werden wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen und ich hoffe, ja, dass wir dann endlich mal weiterkommen. Entweder vom Ort her. Das kann natürlich sein, dass wir verschiedene Orte bereisen und den Leuten da helfen sollen. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil ja, das eben das Gegenteil von dem wäre, was halt diese bösen Märchen, sage ich mal, immer verbreiten, sondern dass es halt so ein wandelndes Haus ist und die Hexe dann eben von Ort zu Ort gute Sachen vollbringt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen, ja, der Grundgedanke von dieser Story dabei ist. Aber ich weiß es nicht. Ist jetzt nur eine Spekulation. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder bei Baba Yaga wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Und ja, mit der Steuerung muss ich dann wirklich mal gucken, wie ich das mache. Ob ich jetzt auf Maus und Tastatur bleibe. Ich finde es ein bisschen schöner mit dem Controller. Aber wenn ich da nicht alles drücken kann, ist das natürlich auch blöd. Oder ich spiele so lange mit dem Controller weiter. Und wenn ich dann irgendwas habe, womit ich dann vielleicht bauen muss oder was weiß ich was, dass ich das dann dementsprechend immer mit der Tastatur mache. Also nee, das Bauen nicht, sondern mit dem Kochen zumindest. Da hat das ja nicht geklappt. Wenn man da Sachen reintun muss, da war es ein bisschen am Backen. Ich hoffe, dass das schnell gelöst wird. Ich werde das auf jeden Fall auch bei dem Entwickler oder bei den Entwicklern mitteilen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es dann einen schnellen Patch gibt, um das Ganze wieder zu reparieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!